Hallo meine Rambas, schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid bei diesem Replay von World of Tanks und heute mit einem Panzer, den haben wir glaube ich noch nie gesehen, und zwar das Objekt 260 Tier 10. Ein wirklich spannendes Ding, dementsprechend vielen Dank an Steiner für die Einsendung. Einer der, jetzt lass mich nichts falsch sagen, entweder Belohnungspanzer oder CW Rewards, müsste ich selber nochmal nachschauen. Auf jeden Fall keiner, den man sich jetzt einfach mal so schnell nebenbei kaufen kann, beziehungsweise erspielen kann. Ja, und man sieht, er ist hier natürlich ganz klar Top-Tier, wie soll es auch anders sein, im 10er. Und Kartis Tscharkov. Solide Endgeschwindigkeit, läuft recht flickend durch, muss man sagen. Und da hat er jetzt einen T-54. Den hat er, da kriegt er gleich vom T-49 schon eine schöne HE-Schelle. Hat er nachgeladen und verschießt auch gleich prompt. Ärgerlich. Natürlich auch die Werte der Kanone. 260 mit normal. Jetzt den Schuss schauen wir uns an. Der sitzt. 260 mit normal, 340 mit Premium und eine sicherheitshalber HE-Schelle hat er auch noch immer mitgenommen. So. Büßt das jetzt der T49, dass er. Ja. Der war aber knapp, dass der noch getroffen hat. Viel hat da nicht gefehlt. So, aber auf jeden Fall, der hat es gebüßt, dass er sich mit ihm angelegt hat. Und weiter geht's nun. In der Mitte ist unglaublich viel. Also man sieht hier, fast der ganze Gegnerbereich dominiert hier. Aber sein Team umfährt jetzt hier ganz schön. Da auf die Badshot Auto-Aim. Oh, schöner Hit. Ich glaube, das wäre so auch ein Panzer für mich. Ah, der war daneben gesammelt. Da hinten der WZ. Ah, ein AFKler. Den kann man auch noch schnell mitnehmen. Ist klar. Warum auch nicht? Gleich Munitionslager weg. Feines Ding. 3 zu 6 steht es für den Gegner. 4 zu 6. Da ist die Arti. Aber die Arti, die verpieselt sich gleich. Jetzt geht er auf den Ru. Auto-Aim. Und daneben gesammelt. Der Ru, der beachtet sie gar nicht, dass da von hinten was kommt. Das ist auch total lustig. Jetzt merkt er es. Hoppala. Und weg ist er. So, der Waffenträger auf Ehren 100. Wenn er Glück hat, ist er im Reload. Für den lädt er auch gerade seine einzige HE-Schelle. Und natürlich oben auf den Deckel schießen, klar. Ja. Schöner 511er Hit. Der Waffenträger haut hier ab. Dann weiß man noch genau, okay, der ist noch im Reload. Und dementsprechend ist dann so ein starker Panzer ein absolutes Slämmchen, wenn man merkt, Reload, alles klar, gib ihm. So, zweiter Hit, zweiter Durchschlag bei ihm. Ah, jetzt hat er ihn nur gekettet. Mittlerweile steht es 10-8 für sein Team, also das ist dann hier schön gedreht. So, jetzt konnte sich der dann nochmal verpieseln. Badshot hier. Jetzt kettet er da. So, und jetzt fährt er drauf. Ja. Jetzt wird er gekettet, jetzt muss er reparieren, macht er auch. Was macht er denn? Na, also mit dem Aimen hier ab und an. Also er will es aus der freien Bewegung machen, aber entweder hätte er das Auto-Aim machen können oder gescheit zielen, so wie jetzt, und dann klappt es ja auch. Da noch ein Waffenträger auf Panzer 4, der da noch entgegenkommt. Aber 5 Kills hat er mittlerweile schon. Einer noch und das wäre sein Krieger. Sein Auto-Aim aus der Fahrt schön getroffen. Waffenträger hat daneben gesetzt. Jetzt wäre noch eine HE-Granate ganz fein. So, der saß und der kuschelt direkt mit ihm hier. Nochmal 11 RAM-Schaden. Wow! 67 HP hat er noch. Und Munitionslager weg. Aber Gott sei Dank jetzt zerstört. Aber der ist natürlich ein fetter Hit gewesen. Seinen Krieger hat er jetzt damit verdient. Und ich gehe ehrlicherweise immer davon aus, dass die Waffenträger die anderen Kanonen spielen. Also die jetzt hier, die in Anführungszeichen kleine mit dem dicken Schaden,
sieht man dann doch eher selten, aber man wird halt gut überrascht, wie in dem Fall. So, und jetzt, last but not least, der T-54 noch. Zwei gegen einen, zwei Zehner gegen einen Neuner, das sollte doch machbar sein. Wobei er so wenig Hitpoints hat. So. Badgett haut hier ab. Badgett ist wohl im Reload. Sonst wird sie den Weg nicht nehmen. Und er jagt fleißig den T-54 hinterher. So, jetzt nur die Frage, wo ist er? Waffenträger pinkt darüber, aber klar, da war er zuletzt gespottet, aber das heißt nicht, dass er da noch steht in der Ecke. Jetzt wird er aufgedeckt. Und da vorne ist er. Wow, da trifft er gut. Aber auch Premium natürlich. Wobei, bei einem kaputten Munitionslager würde ich auch ab und an mit Premium schießen, weil da wenigstens jeder Schuss sitzt. So, der T-54 seines Zeichens fährt jetzt davon, aber die Badgett jagt danach. Und Badgett hat ihn jetzt und ja, macht da schnell einen Prozess. Damit ist das Thema durch und der Sieg ist in der Tasche. 6 Kills, 5670 Schaden gemacht. Schöner Panzer, hat mir gut gefallen. Ich hoffe euch auch. Von dem her, ein Daumen wird gern genommen. Bis zum nächsten Mal, euer Karamba.